Herzlich willkommen zu Eisenvogel TV. Neues Spiel, neues Glück. Ich bin Possi. Ich bin Basti. Und heute geht es in den nächsten Teil, was unsere Winkhaus Blue Compact Schließanlage angeht. Beim letzten Teil habt ihr ja so die Grundzüge gesehen, den praktischen. Es geht jetzt darum, beispielsweise einen Schlüssel einzulesen. Weil, woher weiß das Ding, wie der Schlüssel heißt? Ich meine, bisher Basti, Possi und so weiter. Klar, das kann man selbst vergeben. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt, bevor Basti dann irgendwann mal einen Programmiervorgang macht oder irgend sowas. Das wissen wir noch nicht. Ah, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Es gibt da wieder Sachen, da hat Basti wieder mehr zu sammeln. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, Possi ist unser Schlüsselchef, darum hat Possi ja so, ne? Ja. Ich stelle dumme Fragen und... Mach einen guten Eindruck. Wir fangen an, wie immer. Das heißt, die App ist gestartet. Es wurde kein Master Key gefunden. Das ist das Letzte. Jetzt können wir uns den Film angucken, was wir aber ablehnen, dankend. Ich aktiviere jetzt den Master-Schallschlüssel. Und während Basti euch wieder seine Musik einspielt, ding, 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 ja, jingling. Jingling. So, die App wird nach Eingabe des Passwortes freigeschaltet mit der Schließanlage. Jetzt kann man sich nochmal die Einführung angucken. Nein, das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Ich klemme das Handy jetzt mal einfach hier hinten hin, weil ich nämlich scheißen Teich. So. Ich weiß... Im Moment noch gar nicht. Ich habe hier jetzt, wenn man diesen Kasten erwirbt, sage ich mal, hat man ja diese mehrfarbigen Schlüssel dabei. Ich gehe jetzt in der App auf die Schlüssel. Jetzt habe ich hier Basti, den Master und den Bossi. Basti ist grün, Bossi ist pink. Ich habe es mir nicht, ich habe es so wahllos gegriffen. Ich hätte vielleicht auch grün nehmen sollen. Aber egal, ja, kann ja nur einer grün nehmen. Ja. Wobei, ihr könnt 99 Schlüssel mehr oder weniger da einprogrammieren, soll heißen. Gibt es 99 Farben? Nein. Hm. Es gibt mehrere Grünen, aber die haben dann eigene Namen. Hm. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine Schlüsselgruppe, einen Schlüssel einfügen oder Schlüssel identifizieren. Weil wenn mehrere Grüne da sind, dann scheiß ein Teich. Ich habe jetzt hier einen grünen Schlüssel gefunden. Wem gehört denn der jetzt? Hm. Kann man das hier auslesen? Wir haben hier ein wunderschönes Tool von der Firma Winkhaus bekommen. Wir nennen es mal Dogging Station. Ja, eine Dogging Station. Diese Dogging Station sichert mir den richtigen Sitz, weil einfach voneinander halten geht nicht. Das heißt also, die beiden sind jetzt, haben jetzt quasi angedockt, korporiert. So, Schlüssel einfügen. Wir fügen jetzt den Schlüssel ein. Wie wir sehen, wird das Ganze schwarz und der Schlüssel wird eingefügt. Und er fragt mich direkt nach dem Namen. Diesen Namen vergebe ich jetzt, indem ich jetzt B-O-B-B drücke. Nein, nicht Bonn. Bob. Bob. So, damit ist dieser Schlüssel jetzt eindeutig vergeben. Und sofort sind wir in der Maske, wo jetzt drin steht, blauer Schlüssel Bob. Berechtigungsübersicht. Bob ist blau. Können wir auch anklicken. Das heißt also, der schließt im Moment, sage ich mal, angeblich alles. Für den Anfang. Ich ziehe jetzt das von der Docking Station mal runter, probiere das einfach mal. Ich nehme jetzt den Haustürzylinder und schließe. Der ist gar nicht. Der geht nirgends. Der kommt hier nicht rein. Warum nicht? So. Das heißt mit anderen Worten, ich werde jetzt Folgendes machen. Nachdem das Ganze aktualisiert ist, gehe ich jetzt auf Zylinder. Verbinde die Haustür mit dem Masterschlüssel. Lese wie üblich die Informationen aus. So, jetzt werden die ganzen Daten rausgelesen, wo ich hier jetzt nochmal die Bezeichnung habe, das ist mein Haustürzylinder, obwohl ich wahrscheinlich weiß, dass ich eine Haustür bin, wenn ich eine Haustür bin. Aber gut,
Kann ja sein, dass mal einer was getauscht hat. Ja. So, wir haben jetzt hier die Zutrittsberechtigungen. Das heißt, Basti darf rein, der Master darf rein, Possi bleibt draußen. Ich muss draußen bleiben. Possi muss leider draußen bleiben. Ich sage jetzt dem Zylinder, dass Bobby rein soll. Ziehe den Schlüssel ab, stecke Bobby hinein und kann sofort schließen. Übrigens, wenn das so ein bisschen hakelig aussieht, das liegt daran, dass ich den Zylinder nicht hundertprozentig senkrecht halte. Hier sind diverse Magnetkügelchen drin. Die sperren in dem Fall, wenn ich schief halte, eventuell den Kanal. Deswegen, also nicht wundern, also es geht ganz normal. Im Übrigen auch vom Handling her, in dem Augenblick, wo ich den Schlüssel verdreht habe, ist der auch fest drin. Der geht nur, ne, weil der sieht ein bisschen obszön aus und wenn ich den da reinstöpsel, wird er aber gehalten. Ich kann ihn rausnehmen. Und dann ist alles wieder klar. So, das heißt, wir haben jetzt den Schlüssel eingefügt. Jetzt ist irgendwann mal nach einer Feier oder irgend sowas, kommt Bobby nach Hause und sagt, ich habe den Schlüssel verloren. So, das heißt, ich gehe dann auf Bobby und sage ihm, Schlüssel löschen. So, ich drücke da drauf, Schlüssel löschen. Und da steht dann, wollen Sie wirklich den Schlüssel löschen? Und ich gehe auf Löschen. Und jetzt steht hier, Schlüssel kann nicht gelöscht werden. Mein Schlüssel ist weg. Und Basti hat mich jetzt ausnahmsweise doch reingelassen. Warum ich auch immer bei Basti jetzt zu Hause, aber ist egal. Der Schlüssel ist jedenfalls nicht mehr da und der soll aus der Anlage rausgenommen werden. Dann hat man hier jetzt den roten Schlüssel in der App angezeigt, Possi, Pink, okay, Schlüssel nicht mehr da, ich gehe auf Löschen. Jetzt kommt die Rückfrage, wollen Sie wirklich den Schlüssel löschen? Und ich gehe auf Ja. Und jetzt kommt hier, lese Schlüsseldaten und Schlüssel wurde erfolgreich aus der Anlage entfernt. So, der Schlüssel ist jetzt raus, das heißt also, wenn jemand den Schlüssel findet, kommt er nicht mehr zur Tür rein. Sollte er sich doch anfinden, kann man ihn ganz normal wieder über Schlüssel einfügen. Kann man den wieder einfügen. Das heißt also, wir nehmen dann wieder unsere Docking Station, stecken die beiden Schlüssel so voreinander und gehen auf Schlüssel einfügen. Dann werden die Daten aus dem Schlüssel wieder übernommen. Und ich übergebe mich mit den Worten Possi ins System. Ja, so heiße ich. Sind Sie sich sicher, dass Sie sicher sind? So, jetzt haben wir hier Possi Pink wieder in der Anlage drin. Und für den Fall des Falles, dass dieser Schlüssel an dem Zylinder autorisiert ist, muss das Ganze jetzt eventuell neu gemacht werden. Es sei denn, es wurde vorher programmiert, dass er irgendwo rein konnte. Das weiß ich jetzt, das habe ich mir im Kopf, meine ganzen Spielereien. Er ist ja jedenfalls wieder im System drin und er kann wieder ganz normal berechtigt werden, die Tür zu öffnen. Ja, das zum Thema Schlüssel einlesen. Dasselbe passiert natürlich auch, wenn man jetzt einen Zylinder einliest, genau auf die Art und Weise. Das heißt, auch da wird quasi der Name vergeben. Ich gehe dann halt nur auf Zylinder, lese den über diese drei Punkte, über die drei Blindenzeichenpunkte lese ich den Zylinder ein und vergebe den Namen. Wenn ich jetzt irgendwo einen Zylinder in der Schublade finde und sage, wo hat denn der gesessen? Ich nehme den Masterschlüssel, stöpsle ihn ein, gehe auf Zylinder identifizieren. Dann werden die Zylinderinformationen gelesen und er sagt mir hoffentlich gleich, der Zylinder hat den Namen Garage. So ist es auch. Also man kann im Nachhinein dann eben auch, wenn man mal Zylinder ausgebaut hat, kann man jederzeit den Namen und auch die Berechtigung lesen. Das heißt, wir sehen hier im Augenblick, dass der rote Schlüssel, den ich verloren hatte, nicht passen konnte, weil er keine Berechtigung hat. Einmal das Thema auch geklärt. So, weiteres Feature, was ich allerdings jetzt schlecht demonstrieren kann, ist die Notfunktion, falls die Batterie mal einen Geist aufgegeben hat, weil, wie gesagt, hier ist eine
eine Batterie verbaut. Und diese Batterie, wenn die mal irgendwann nach 20.000 Schließungen nicht mehr da ist, also sprich leer, die kann ich auch notöffnen, indem ich den Masterschlüssel nehme. Und diesen Masterschlüssel längere Zeit drücke, dann blinkt es dann nicht mehr blau, sondern er blinkt jetzt grün. Und damit, man sieht es an dem kleinen, wenn man es vielleicht, ich mache es normal, sicherheitshalber, man sieht es an dem schnellen roten Blinken, in dem Augenblick, wo man es in den Zylinder einführt. Also jetzt grünes Blinken, einstecken und dann dreht man rum und dann ist er quasi befeuert. Dann kann man den Zylinder ausbauen, kann die Batterie wechseln, wieder einbauen und alles ist wie vorher. Also auch das eine Funktion, die dann in dem Augenblick möglich ist. Was auch noch geht, man kann jetzt zusätzlich, es ist ja nicht auf diese Schlüssel begrenzt, wie gesagt, man kann 99 Stück kriegen insgesamt, die man auch vergeben, programmieren, benennen kann. Man kann genauso gut, wenn man sagt, okay, ich brauche nochmal diesen hier, man kann sich mehrere Aktivschlüssel nachbestellen, die kein Masterkey sind in dem Augenblick, sondern die einfach nur Aktivschlüssel sind, die auch zum Masterkey gemacht werden können, ist auch keine Frage. Aber im Prinzip sage ich mal, wenn man jetzt einen Urlaub ist oder irgend sowas, kann man dem Nachbarn einen geben, der mit dieser Notstromöffnung dann eben ausgerüstet ist, weil das haben diese hier nicht. Deswegen ist er auch kleiner. Er kann halt nicht so viel. Nee, ist auch kein Master. Also andersrum als bei uns jetzt zum Beispiel. Na, also ich kann jetzt, gut, ich kann auch weniger als Basti vielleicht zum Beispiel mich bücken oder irgend sowas. Das sind erstmal die wichtigsten Details in diesem Teil, was diese Anlage angeht. Und ich denke mal einfach, wenn noch Fragen auftauchen oder wir von der Firma Winkhorst vielleicht angehalten werden, wir sollen noch irgendwas aufnehmen, dann werden wir das tun. Jawohl, ja. 25 Zylinder kann dieses System bedienen und mit jedem Handy, was mindestens diese Bluetooth-Schnittstelle 4.0 hat, weiß es glaube ich, mittlerweile ist es. Also ein neues Handy kann es auf jeden Fall. Mein iPad kann es nicht, weil ist zu alt. Also an dieser Stelle der Aufruf, wer noch zufälligerweise ein neues iPad für mich hat, immer her damit. Genauso wie die Essensspenden. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Basti, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Possi. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.